So Leute, im letzten Video haben wir Dan seinen Traum erfüllt mit diesem Biest hier. Auch nochmal ein großes Dankeschön an euch für das positive Feedback. Für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, wir hauen einmal den Link hier rein. Ihr könnt das ganze Thema gerne weiterhin unterstützen. Und weil die Nachfrage so groß von euch gewesen ist, wir sollen nochmal ein Video hier mit dem Biest drehen. Machen wir das heute und wir zwei Süßen drehen jetzt dann eine schöne Runde. Also ich hoffe, du kommst diesmal auch mit. Ja, ich komme diesmal mit, ausnahmsweise. Ausnahmsweise, das ist doch sehr gut. Also Leute, was haben wir hier? Den AMG E63S Edition One. Serienmäßig 612 PS. Selbstverständlich, wie ihr das genau auch schon sehen könnt, ist alles serienmäßig geblieben, oder Robert? Ja klar, da wurde nichts dran verändert. Nee, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Auch Leistung nicht, oder? Nein, also denkst du denn hin? Na, wo würde ich auch hindenken? Also, was haben wir hier mittlerweile? 840 PS, 1100 Newtonmeter. Wir hatten sogar auch zwischenzeitlich mal noch mehr Drehmoment. Allerdings ist es so, ich nehme das Auto wirklich komplett als Daily her und da muss das alles zu 100% funktionieren. Und um hier da nochmal ein Zehntel rauszuholen oder so, das ist ein Quatsch. Die 840 PS, die funktionieren perfekt. Das Auto wurde damals von Rentec umgebaut. Mittlerweile heißt es Opus. Lukas hat sich nämlich selbstständig gemacht und der hat da damals wirklich eine Top-Arbeit geleistet. Wir haben größere Turbolader verbaut. Wir haben eine komplette Akrapovic-Abgasanlage. Und ich kann euch eins sagen, wenn wir jetzt dann gleich auf die Autobahn gehen, da geht richtig was vorwärts. 0 auf 100 ist der E63S. Das schnellste Auto, was hier in der Garage steht, 2,7 Sekunden, 2,8 Sekunden, das werden wir jetzt dann gleich mal testen, ne? Gemeinsam. Ich glaube, bin ich mal gespannt, ob wir da überhaupt unter 3 Sekunden kommen. Auch schneller als der McLaren Senna. Hier das Batmobil, da das Daily Batmobil. Dementsprechend auch heute wieder die passende Uhr an, die Batman-Uhr von Kronex. Für die Leute, die mehr über Kronex erfahren wollen, Link ist in der Videobeschreibung, da gibt es auch meinen Code. Wie schon gesagt, bis zu 7000 Uhren von 49 verschiedenen Marken sind dort jederzeit verfügbar. Ihr habt mehrere Läden in Deutschland, wo ihr euch die Uhr vor Ort anschauen könnt, ohne dass ihr irgendwas bezahlen müsst. Von daher schaut einfach mal bei Kronex vorbei und vielleicht ist da irgendwas dabei für euch. Vor allem, was mir halt am E63S so taugt, ist die Front. Beim Facelift haben wir diesen Panamericana Grill und wir blenden mal kurz ein Bild ein und kommentiert bitte drunter. Würdet ihr das Facelift von vorne nehmen oder den hier? Weil ich finde hier, wir haben so ein Zwischending aus Panamericana Grill und noch von davor. Und mir gefällt das halt mega gut. Was habe ich damals gemacht? Ich habe das hier komplett in Schwarz durchgezogen. Wir haben hier eine spezielle Mattlackierung, das ist eine dreifache Lackierung, dass es einerseits matt und auf der anderen Seite diesen glänzenden Effekt hinbekommt, gibt es leider so nicht mehr zu bestellen. Gab es leider nur bei der Edition One und damals beim, ich glaube, das müsste der GTR diese 50 Jahre Version gewesen sein, oder nee, GTC Roadster, irgendwie sowas. So, und was haben wir hier noch? Wir haben hier die HRE S104 SC Felgen. Einmal außenrum in einem glänzend schwarz Finish und dann hier in einem matt Finish und vor allem auch ziemlich geil das Ganze in Rot gemacht, wie die Stahlbremse und hier auch die Streifen an der Seite. Und jetzt kommt für mich das Highlight. M5 CS, das Auto ist komfortabler und auf der anderen Seite sportlicher. Aber was hat der M5 CS nicht? Diesen Innenraum. Dieses ganze Carbon, was du hier hast, die komplette Mittelkonsole, dann das Lenkrad habe ich, ja, ist jetzt auch nicht ganz so serienmäßig, komplett in Carbon, Alcantara, selbst sogar die Schallpedals in Carbon. Wir haben den Mercedes-Stern in Schwarz gemacht und dann haben wir hier eben diesen typischen Edition One Innenraum mit den ganzen gelben Nähten von den Türen über die Sitze. Und da ist halt einfach der Innenraum mit der Beleuchtung und dann auch ein für mich wichtiges Thema, ganz ehrlich, wenn ich lange Strecken fahre, möchte ich eine gute Soundanlage haben. Und sei es Rolls-Royce, Bentley oder sonstiges, es kommt nichts an diese Soundanlage hin. Und nicht nur, weil sie geil klingt, sondern auch, wenn du in der Nacht fährst, wie geil das mit der Beleuchtung aussieht. Also für mich Innenraum, Mercedes hier,
einfach immer noch Top 1. Und jetzt kommen wir zum Heck. Und ich finde, das ist beim E63S auch richtig sexy. Was sagst du dazu, Robert? Wie gefällt dir das Heck? Weil du bist ja immer eher so, der ja so auf die Hintern steht. Ja, definitiv. Also da kann ich mich auf jeden Fall drin verlieren, muss ich sagen. Ich habe hier extra dann damals auch die Akzente in Rot gesetzt, damit das hier noch mal ein bisschen mehr raussticht. Und wie ihr sehen könnt, Akrapovic, eine komplette Titan-Abgasanlage von Akrapovic. Und wie sich das Ganze jetzt anhört, würde ich sagen, steige ich mal ein und dann gehen wir ein bisschen Standgas, oder? Gehen wir ein bisschen Feuer. Ja, Feuer macht er nicht. Ja, ich würde sagen, wir steigen ein. Ordentlich, lass loslegen. Und jetzt machen wir Abfahrt, auf geht's. So, gut, dann sind wir unterwegs im E63S. Ich habe mir sogar jetzt extra wegen dir eine kurze Hose angezogen, weil... Ach so. Ja, sonst wird mir wieder so heiß neben dir. Ja. Heißt, deswegen musste ich mir jetzt eine kurze Hose anziehen. Ja, das ist auch verständlich. Auch noch hier 27 Grad. Ja, Leute, jetzt zieht euch nochmal bitte diesen Innenraum rein. Hier überall alles aus Carbon. Dann hier schönes Leder, Alcantara-Dachhimmel und dann natürlich nicht zu vergessen das Lenkrad. Vor allem das Geile hier an dem Lenkrad ist auch in der Nacht. Bist du ein bisschen müde oder was? Bisschen. Ich weiß, wir fahren noch in Komfort. Ich gebe ja gleich Gas. Ja, es wird muss Zeit. Ja jetzt nicht, muss ja jetzt nicht gleich einschlafen. Komm, wir gehen direkt. Wir haben jetzt hier Sport, Sport Plus und dann auch sozusagen Race. Und dann schnallst aber richtig gleich mal raus da hinten. Und ihr seht, die LED-Anzeigen gehen an. Dieser Motor, 4 Liter V8 Biturbo, serienmäßig 612 PS, jetzt wie schon gesagt 840 PS und wie das jetzt durchlatschen wird, das werden wir jetzt ja gleich sehen, oder? Hoffentlich. Aber da vorne kommt jetzt erstmal schön eine Kurve und dann schauen wir mal, was diese 2 Tonnen, wie die so in der Kurve liegen, oder? Ach, du hältst meinst, jetzt, meinst du jetzt mich oder das Auto? Beides zusammen. So, gut. Dann kommen wir jetzt hier zu der schönen Kurve. Was hältst du dich so ein schon ja, wieder gleich? Also manchmal... Da siehst du mal, dass du halt auch mit über 2 Tonnen... Alter, spinnst du? Spinnst so, du? Alter Schwede, Alter Schwede! Halt's mal! 200! Es schiebt einfach nur durch! Alter, ist das gestört? 260, 270, 290 und 300. Boah, einfach brutal. Ey, das ist unmenschlich. Und das schiebt und schiebt weiter. Bei 330 hört hier der Tacho auf, aber ich habe das Ding auch schon mit 350 GPS gemessen. Und jetzt hast du gerade gesehen, wie das Ding in den Kurven liegt. Einfach ganz entspannt 105, 108 da drauf. Das ist halt brutal. Bei dem Verkehr, da geht halt einfach nicht mehr. Von daher würde ich sagen, wir hauen jetzt einfach mal den Clip rein, wo ich in der Nacht gefahren bin. Hörst du das? Wie das knistert? Ist das Popcorn? Nee, das ist die Bremse. Das ist für mich eigentlich so der einzige Nachteil hier bei dem Auto. Man konnte damals optional die Keramikbremse auswählen. Allerdings ist es so gewesen, weil ich die ganzen Akzente in Rot gesetzt habe, habe ich mich für die Stahlbremse entschieden. Und beim GT3 RS ist die Stahlbremse brutal. Was gehst du denn schon Wahnsinn, wieder? Das also, ist ja Wahnsinn mit dir. Ja, du redest so viel, muss man Action so geben. Viel. Ja, komm. Also das ist der einzige Nachteil, weil die Keramikbremse M5CS, das greift und greift. Und hier mit der Stahlbremse, da bremst du dreimal und dann merkst du halt schon wirklich, wie die nachlässt, einfach bei dem Gewicht. Aber nichtsdestotrotz, dreimal bremst du auf jeden Fall. Also einen haben wir noch gut, ja, oder? Mehr musst du eh nicht bremsen. Nee, mehr muss ich nicht bremsen, stimmt. Wer bremst, verliert. So, Robert, ich hoffe, dir hat die Mitfahrt gefallen.
Es war mal wieder schön, dass du mal wieder bei mir mitgefahren bist, dass du mal wieder getraut hast, bei mir mitzufahren. Jetzt gehen wir was Schönes Mittagessen. Ja, würde ich auch sagen. Weißt du schon, was du essen willst? Boah, ich weiß nicht, ich bin gerade Low Carb, wahrscheinlich nur Hähnchen mit Reis. Ja, okay. Schauen wir mal, ob das die Kollegen da haben. Stimmt. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also, wie ihr seht, E63, 840 PS, unglaubliches Monster. Es wird für mich echt schwierig, irgendwann mal in ein paar Jahren Ersatz zu finden mit dem ganzen Klang, Interieur, Motor, alles zusammen. Und von daher, ich würde sagen, wir machen das Fenster nochmal auf, schalten nochmal ein paar Gänge runter. Dritter, zweiter. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.